Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Kunstmuseum Ahrenshoop. Schrill, exotisch und handwerklich ausgefeilt sind die Werke von Clemens Grösser. 44 Bilder des bedeutenden ostdeutschen Malers werden derzeit im Kunstmuseum Ahrenshoop gezeigt. Grösser, der 1951 in Berlin geboren wurde und 2014 überraschend starb, malte in einer Lasurtechnik, die in ihrer Perfektion an das Können großer Meister der Renaissance anschließt. Thematisch widmete er sich jedoch der Gegenwart mit Menschenbildern aus brisanten Milieus der Gesellschaft. Lustvoll breitete der Maler das dazu gehörige Spektrum an Requisiten, Kostümierungen und Hintergründen aus. Immer mitschwingend eine leise Ironie. Wiederholt bezog sich Grösser in seinen Werken auch auf die Symbolik christlicher Werke, zum Beispiel mit der mehrteiligen Arbeit Dresdner Altar. In der Kreuzigungsszene im Mittelteil thront anstelle der trauernden Mutter Christi Grössers Marine à Jolie. Die Sonderausstellung Clemens Grösser – Bühne des Lebens läuft noch bis zum 25. September. Sie ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen.